in der Gemeinde Gangelt und Kreis Heinsberg können wir davon ausgehen, dass die 15% der Bevölkerung derzeit eine Immunität gegen SARS-CoV-2 ausgebildet haben. Damit ergibt sich eine Letalität bezogen auf die Gesamtzahl der Infizierten in der Gemeinde Gangelt mit den vorläufigen Daten, die wir jetzt hier haben, von 0,37%. Die Mortalität, also wie viele Menschen aus der Bevölkerung an dem Virus versterben, der Gesamtpopulation beträgt derzeit 0,06%. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident Laschet, Herr Landrat Pusch. Ich möchte als allererstes sagen, dass ich hier nicht alleine stehe, sondern dass das eine große Teamarbeit war, ganz allen voran Herrn Günther Hartmann, der einfach auch die wissenschaftliche Exzellenz dabei unterstreicht und mit seinem ganzen Team dahinter stand, von der Studienzentrale bis zur klinischen Chemie, wirklich viele mitgearbeitet haben. Professor Martin Exner, der ja sehr bekannt ist als Hygieniker, der auch mit denen wir gestern Abend bis spät in die Nacht zusammensaßen, um die Daten zu interpretieren und einzuordnen. Und das geht eben nur gemeinsam interdisziplinär als ein Team, um Ergebnisse zu finden. Nun, Dienstag haben wir bereits die Methodik einmal nochmal ausführlicher vorgestellt und hier nur nochmal ganz kurz die wichtigsten Parameter der Studie. Wie Sie alle wissen, ist die Gemeinde Gangelt eine der am stärksten von Covid-19 betroffenen Regionen in Deutschland. Und wir haben uns an ein WHO-Protokoll, was öffentlich zugänglich ist, orientiert, was bei solchen Hochprävalenzregionen vorschlägt, dass zwischen 100 bis 300 Haushalte eingeladen werden. 100 reicht bei einer Hochprävalenzregion. Wir haben mit einem Serienbrief, wir haben eine repräsentative Stichprobe gesucht von der Biometrie unter der Leitung von Herrn Professor Schmid und haben 600 Haushalte angeschrieben. Insgesamt haben über 1000 Einwohner an der Studie teilgenommen und über 400 Haushalten entspricht. Was wir gemacht haben, nur kurz, wir haben Fragebogen erhoben, einen Rachenabstrich genommen, um mit der PCR-Methode nachzuweisen, ob derzeit eine Infektion vorliegt. Und wir haben Blut abgenommen, um zu sehen, mittels eines Antikörpertests, ob eine Infektion stattgefunden hat. In dieser Auswertung möchte ich ganz explizit sagen, dass wir die Zwischenergebnisse vorstellen, Zwischenergebnisse aus über 509 Individuen ungefähr die Hälfte der Haushalte. Also die Daten können sich ein wenig verschieben dabei, wie das bei der Statistik ist, aber auch die 500 Personen ist schon eine repräsentative Stichprobe. Des Weiteren werden noch weitere Themenbereiche analysiert, zum einen die Karnevalssitzung, um zu verstehen, wie da das Ausbruchsgeschehen gewesen ist, zum anderen unter der Leitung von Professor Exner und Ricarda Schmidthausen auch Umwelt und Umweltproben, um zu verstehen, wo sich das Virus genau befindet. An so einem Beispiel kann man auch gut sagen, dass das nur in einer Zusammenarbeit zwischen Virologie und Hygiene geht. Wie die Proben dort gesammelt werden, ist wirklich sehr kompliziert. Und wir versuchen dann aber bei uns im Labor so ein Virus dann auch anzuzüchten wieder, was aus der Umwelt gefunden wurde. Das Ziel der Studie ist, den Stand der durchgemachten und noch stattfindenden SARS-CoV-2-Infektionen in der Gemeinde Gangelt zu verstehen in dieser repräsentativen Stichprobe. Es ist ja ein Gebiet, wo sehr viel getestet wurde. Das muss man sich auch noch vergegenwärtigen, nämlich wenn in einem hohen Testgebiet, also wo sehr viele Personen einfach schon mal in ein Abstrichzentrum gekommen sind, wird meistens erstmal die Dunkelziffer überschätzt, während in Niedrigtestgebieten wie im Rest von Deutschland die Dunkelziffer meistens unterschätzt wird.
Es wurde eine bestehende Immunität in Gangel, der Gemeinde Gangel von ca. 14% nachgewiesen nach Immunglobulin. Das bedeutet, dass 14% eine Infektion durchgemacht haben. Etwa 2% der Personen hatten mittels PCR einen Nachweis von SARS-CoV-2, was bedeutet, dass sie derzeit eine unerkannte SARS-CoV-2-Infektion haben. Ich muss dazu sagen, dass dies insgesamt haben wir also eine Infektionsrate dort von 15% in der Gemeinde Gangelt in der Stichprobe nachgewiesen. Dies ist eher konservativ gerechnet, muss ich dazu sagen, aber wir fanden, es ist eher gut, konservativ zu rechnen. Wir haben auch noch andere Methoden angewandt, wo wir auf einen etwas höheren Wert von der Infektionsrate in der Gemeinde kommen. Damit ergibt sich eine Letalität bezogen auf die Gesamtzahl der Infizierten in der Gemeinde Gangelt mit den vorläufigen Daten, die wir jetzt hier haben, von 0,37%. Die in Deutschland derzeit von der Johns Hopkins Universität berechnete Letalität, also die gemeldete Zahl der Sterbezahlen und gemeldete Zahl der Infizierten, beträgt derzeit rund 1,98%. Und liegt damit um das Fünffache höher. Die Mortalität, also wie viele Menschen aus der Bevölkerung an dem Virus versterben, der Gesamtpopulation, beträgt derzeit 0,06%. Nun, um das einzuordnen, die Johns Hopkins einmal berechnet die fünffach höhere Letalität immer im Vergleich zwischen von wie viele wirklich infiziert gewesen sind im Vergleich zu denen, die verstorben sind. Dadurch haben wir hier auch milde asymptomatische Personen eingeschlossen, die gar nicht gemerkt haben, zum Beispiel, dass sie eine Infektion hatten. In Gangelt können wir davon, in der Gemeinde Gangelt und Kreis Heinsberg können wir davon ausgehen, dass die 15% der Bevölkerung derzeit eine Immunität gegen SARS-CoV-2 ausgebildet haben. Das ist wichtig, denn das bedeutet auch, dass 15% der Bevölkerung in der Gemeinde Gangelt sich nicht mehr mit SARS-CoV-2 derzeit infizieren können. Und dieser 15-prozentige Anteil der Bevölkerung bedeutet auch eine gewisse Verlangsamung in der Ausbreitung, weil das natürlich diese 15% nicht mehr infiziert werden können. In unserer gemeinsamen Schlussfolgerung meinen wir, dass das Einhalten von stringenten Hygienemaßnahmen, durch das Einhalten zu erwarten ist, dass die Viruskonzentration generell reduziert werden kann und dass den Schweregrad der Erkrankung und Ausbreitung entgegengewirkt wird. Das gleichzeitig eben mit dem zugleichzeitigen Ausbilden der Immunität. Dass diese günstigen Voraussetzungen, wie zum Beispiel außergewöhnlichen Ausbruchsereignissen wie in Ischgl oder Karnevalssitzungen oder Bergamo-Spielen, die sind im Moment nicht mehr gegeben. Also dass durch das Einhalten von Hygienemaßnahmen auch eine günstige Effekt auf die Gesamtmortalität geben wird. Und daher unterstützen und empfehlen wir ausdrücklich die vorgeschlagenen 4-Phasen-Strategie der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene, DGKH. Um das kurz, Herr Exner kann das später noch mal näher erläutern, vorzustellen, die Phase 1 ist, das ist eine gesellschaftliche Quarantänisierung mit dem Ziel der Eindämmung und Verlangsamung der Pandemie und Vermeidung einer Überlastung der kritischen Versorgungsstrukturen, insbesondere Gesundheitsversorgungssysteme. In dieser Phase befinden wir uns gerade. Und damit hat die Politik richtig reagiert, um unkontrollierte Ausbrüche zu verhindern. Dadurch, dass die Menschen so aktiv und diszipliniert aber jetzt in weiten Teilen mitmachen, ist uns jetzt möglich, in eine Phase 2 einzutreten, die nämlich von der DGKH besagt, dass eine beginnende Rücknahme der Quarantänisierung bei gleichzeitiger Sicherung der hygienischen Rahmenbedingungen und Verhaltensweisen. In anderen Worten, wir haben gelernt, wie wir uns hygienisch richtig verhalten und damit stark des Ausbruchsgeschehen entgegengewirkt. In der Phase 3 besagt, dass die Aufhebung der Quarantänisierung
Phase 3 besagt die Aufhebung der Quarantänisierung unter Beibehaltung hygienischer Rahmenbedingungen. Und die Phase 4 ist der Status quo ante, der Zustand des öffentlichen Lebens wie vor der Covid-19-Pandemie. Dabei ist in unseren Augen auch wichtig, eine weitere Kennziffer in den Vordergrund zu rücken und stärker im Auge zu behalten. Das ist die Anzahl der Krankenhausbetten, der Beatmungspflicht, der Beatmungsgeräte und der Intensivplätze. Und daher ist der Ausbau eines Zentralregisters, wie von Jens Spahn angestoßen, durchaus richtig und wichtig in dieser Pandemie. Zum Schluss möchte ich noch sagen, wir müssen lernen, mit SARS-2 zu leben und die Gefahren richtig einzuordnen. Das ist Aufgabe der Wissenschaftler. Wir sind hier auch im engen Austausch mit dem Robert-Koch-Institut und schauen, wie unsere Studie zusammen mit dem Robert-Koch-Institut weitergetragen werden kann. Diese erste wissenschaftliche Studie soll einen Beitrag dazu leisten, und wir werden die Arbeit in den nächsten Wochen weiter intensivieren, fortsetzen und auch ein Endergebnis am Ende präsentieren, um so weit es geht wissenschaftliche Erkenntnisse zu erlangen und damit der Politik noch eine bessere Grundlage zu geben für ihre Entscheidungen. Denn eins ist uns drei als Wissenschaftler auch wichtig. Wir können einen Beitrag leisten, Viren wie beispielsweise jetzt SARS-CoV-2 besser zu verstehen und die Politik dabei zu unterstützen. Aber die Entscheidung soll nur die Politik treffen, da sie auch viele andere Aspekte abseits der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu berücksichtigen hat. Zum Schluss möchte ich mich noch bei den Bürgerinnen im Kreis Heinsberg, allen voran Herrn Landrat Pusch und der Gemeinde Gangelt bedanken. Ich möchte mich beim Gesundheitsamt, bei Heidrun Schössler bedanken, die uns sehr unterstützt hat, und vor allem aber auch dem gesamten Team von der Studie, dem Team des Universitätsklinikums bedanken, die in den letzten Tagen maximalen Einsatz gezeigt haben. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, Herr Professor Streeck. Jetzt beginnen wir mit den Fragen, haben uns eine Menge schon erreicht.